Ihr müsst Dominosteine aufstellen und quasi eine sehr, oder der, der die, die längere Strecke hat, gewinnt. Und das ist natürlich jetzt mit dieser nicht so ganz ruhigen Hand vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber Yoga machst du, glaube ich, ne? Du, ja, aber ich glaube, du findest mir wahrscheinlich wieder die Schnelle in der Ruhe. Trotzdem, aber es ist nicht... Der ja? Gegner muss doch klar sein, wenn das Spiel Domino heißt. Stein! Hey, wo hast du den denn her? Also, es ist eher ein bisschen gut, dass geschickt. Das Spiel nicht Klo heißt. Klostein. Hätte also, man die auch bringen können. Nur das als Info. Weitere Infos gebe ich erstmal nicht. Dominosteine aufbauen und die längere Strecke, die fällt, gewinnt. Wer sieht nicht so klug aus? Was, ich glaube, mit, ja, mit Klugheit weiß ich gar nicht. Ist so wer ist ungeschickt vielleicht? Wer ist ungeschickt vielleicht? Ja, extremst ungeschickt. Sag mal deine Hände. Du hast große Hände. Ich hab, vor dir habe ich Angst. Da weiß ich warum nicht. Das denn? Was? Ich habe dir mein Haargummi geschenkt. Oh, vielen Dank. Geliehen. Das wäre das erste Mal, dass ein Nicht-Sportler am längsten sitzen bleibt, wenn Axel Stein nicht gewählt wird. Das ist auch schon mal Respekt, Axel. Ach, komm jetzt. Du bist bestimmt geschicklich. Ach nee, nee, überhaupt nicht. Ja, ja, das sagst du jetzt so. Du bist geschicklich. Philipp, Boy, das ist ja Turner, ja. Was machst du sowas? Matthias hat eher Gewichte. Die haben eher große Hände. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist. Das sind auch sehr große Hände. Ja. Was meinst du denn? Ich gebe... Nee. Okay. Ich darf da nicht... Mein... Ja... Dicke Hände, ist es gut? Soll ich den. Ja? Dicke Hände? Okay, einmal die dicken Hände. Einmal die dicken Hände, Kevin Kuske. Ah, dieser Mann ist eine Legende im Boxsport. Kevin Kuske. Viermal Olympiagold, unzählige Europa- und Weltmeistertitel. Ein Garant für Medaillen im Bobsport. Wie es bei Dominosteinen aussieht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Nee, ich auch nicht. Deswegen kommt schon mal nach vorne. Lola hier, Kevin ist gelb, beziehungsweise eigentlich ja blau, Kevin, aber wahrscheinlich gelb. Ja. So. Kevin, wenn ich habe nie. Du lässt mich gewinnen und wir teilen am Schluss das Geld. Na, wollen wir erstmal sehen, wie sich der Kevin anschaut. Also, hier die genauen Regeln von Domino. Ihr habt jetzt gleich 5 Minuten Ruhe und 5 Minuten Zeit, eure Dominosteine hier auf dieser Strecke aufzubauen. Sollte während der Aufbauphase natürlich die Strecke fallen, müsst ihr sie wieder neu aufbauen, da wo sie umgefallen sind. Nach Ablauf der Zeit wird die Dominostrecke gestartet. Dieser erste Stein hier vorne, der erste Stein muss hinter dieser Linie gebaut werden. Also von euch vor der Linie. Die längere, von vorne am Stück fallende Dominostrecke gewinnt logischerweise das Spiel. Sollte bei beiden die komplette Strecke bis zum Tischende aufgebaut sein und auch umfallen, gewinnt derjenige, der das früher geschafft hat, bis zum Ende zu kommen. Aber lasst euch lieber Zeit, macht ruhig, nicht hier auf Schnelligkeit oder Hektik. Ja, ihr stoßt den Stein auch selber an, wenn die 5 Minuten um sind. Und ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen. Aha. Mein Hirn ist gerade nicht mehr am Arbeiten. Also, die längere am Stück fallende Strecke ist entscheidend. Egal, wenn ihr die bis hierhin baut, die fällt nur bis hierhin um, zählt nur diese Strecke. Wir zählen nicht die Steine, also nicht, wer mehr Steine verbaut hat. Es geht nur um die Länge. Wer weiterkommt, und es gibt auch nur logischerweise eine Chance, nur einen Durchgang. Keine Fragen. Der erste Stein, wie gesagt, muss von euch aus vor dem Strich sein. Ihr könnt ja meinetwegen schon... Nee. Was? Können wir so viele Steine mitnehmen, wie wir wollen? Ihr könnt so viele Steine mitnehmen, wie ihr wollt. Ihr dürft die Dinger rollen. Das ist alles euch überlassen. Und den ersten Stein dürft ihr auch schon mal gerne hinstellen, damit ihr ein bisschen Gefühl bekommt. Oh, ich bin noch so am Zittern. Das ist leider das Problem gerade. Und auch natürlich ein bisschen aufgeregt wahrscheinlich. So, sollten die 5 Minuten natürlich um sein, sofort aufhören, ganz wichtig. Dann gucken wir erstmal. Noch nicht sofort bitte umstoßen, dann gebe ich das Kommando, weil die offensichtlich kürzere Strecke fängt dann auch an. Aber ich kann auch mal zwischendurch umwerfen, um zu gucken, ob es überhaupt fällt. Mach ich, das macht Sinn macht. Das kannst du mal machen. Also am Anfang. Ihr habt ja nur 5 Minuten Zeit und nach diesen 5 Minuten. Ja, dann keine Korrektur mehr. Da ist vielleicht doch ein bisschen Sauerstoff aus dem Hirn rausgekommen. Da war die Becher drin. Also,
Ansonsten fragt zwischendurch gerne nochmal. Wir lassen euch komplett 5 Minuten in Ruhe. Okay? Okay. Dann los. So, falls es da... Wie sitzt der da auch, der Kevin? Ja, und falls da Irritation gegeben hat, es kann korrigiert werden am Setzen der Dominosteine innerhalb dieser 5 Minuten. Wenn die 5 Minuten rum sind, ist nichts mehr zu korrigieren, darf kein Stein mehr umgesetzt werden. Der Stein sitzt doch eh nicht, der steht die ganze Zeit. Ja, der macht mich eh nervös, da oben sehen unsere Fernsehzuschauer nicht, der hebelt und macht und tut. Aber hier geht es jetzt um Dominosteine und wenn Lola gewinnt, steht sie bei 20.000. Dann hat sie die Wahl, ob sie die nimmt oder gleich weiterspielt. Für Kevin Kuske, den unglaublich erfolgreichen Bobsportler, ist die Möglichkeit in... Was macht er denn jetzt? Test. Er hat getestet, ob es steht. Eieieiei. Ich hab die Länge jetzt raus. Deine sehen ein bisschen eng aus. Oh, das... Das ist übrigens... Das kann... Ach komm, ist egal. Nee, sag. Ja, das war nicht schlau. Was denn jetzt? Oder ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es nur ungeschickt war. Weil das ist natürlich jetzt ein Riesennachteil. Er muss auf und er muss jetzt schnell die Steine... Das ist jetzt kein Tipp. Das wird er selbst wissen. Er muss die Steine jetzt schnell setzen. Denn wenn wir die Streichen der beiden vergleichen, dann ist da ein Riesenunterschied. Das wäre das erste Mal, dass ich irgendwas gewinne. Ich drücke... Ja, wenn du es nicht mehr weißt, du hast Floorball vor wenigen Minuten. Oh, danke, mein Sauerstoff. Kevin, du musst Druck machen. Wir wollen noch ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, wer weiß, gleich macht er tack, 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 tack. Ja, alles gut. Wir wissen ja auch nicht, ob alle Steine bei Lola fallen übrigens. Ne? Das ist ja nachher. 2:43 noch. Boah, ich schwitze. So, Hälfte ist rum, 2:30 noch. Wir haben im Moment die deutlich längere Strecke bei Lola. Sie ist kurz vor 2 Meter und Kevin ist etwas über 1 Meter. Also, boah. Und nochmal, wenn die Uhr abgelaufen ist, wird kein Stein mehr versetzt. Keiner mehr aufgesetzt, keiner mehr versetzt. Lola ist jetzt bei 2 Metern. Kevin ist noch nicht bei 1,50. Wir haben noch 1 Minute und 50 Sekunden. Ja, bei Lola da hinten ist das fast wie so ein Auto. Automatismus, aber Kevin Kuske holt ein klein wenig auf. Es ist halt auch die Frage, ne, die Abstände zwischen den Steinen, fallen dann alle oder sind sie zu weit auseinander? Ah Gott, oh Gott, dieser Plumpser da vorhin zu Beginn, das könnte echt die Entscheidung gewesen sein. Es geht um 10.000 Euro. Sag's nicht nochmal, das macht mich noch viel nervöser. Oh Gott. So, jetzt noch 1 Minute. So, 50 Sekunden noch. Es stellt sich tatsächlich im Moment so dar, als könnte Kevin nur hoffen, dass bei Lola nicht alle kippen, dass da irgendwo irgendein Stein vielleicht ein bisschen versetzt ist. Ansonsten wird er das von der Strecke. Er ist jetzt bei 2,50 Meter. Sie nähert sich den 3 Metern. Er holt ein bisschen auf. Er riskiert auch, was den Abstand betrifft, ein bisschen mehr. Muss er auch. Frage ist, ob das reicht, um jeweils 30. Anderen Stein zum Kippen zu bringen. Lola ist über 3 Meter. Kevin Kuskes Abstände da werden immer größer bei den Steinen. Puh. Dadurch holt er natürlich auf. Das ist klar. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Die Frage ist, ob dann alles fällt. 10. So, und jetzt... Noch 10 Sekunden. Lola ist immer noch mit der längeren Strecke unterwegs und das wird er auch nicht mehr aufholen. Die Frage ist jetzt, wie fallen gleich die Steine? Stopp!
Oh Gott. So, also von der Länge her ist das offensichtlich erstmal die kürzere Strecke. Deswegen fangen wir bei dir an, die Steine umzuschmeißen. Aber sollte das bis dahin kommen, muss erstmal auch Lolas Kette so weit reichen. Du darfst gerne anstoßen. Oder du musst es sogar. Ja, alle gefallen. Das hat schon mal geklappt. Liegen bleiben, nichts anfassen. Wir gucken uns das noch mal an. Also. Ja, ich glaube, ich muss da gar nicht viel. Elton, was machst du? Nee, bis dahin sollte die Kette fallen, die Dominostrecke. So. Wie ich mich kenne, rutsche ich jetzt einfach aus, bevor ich dahin laufe. Bitte. Ich hab so zittrige Hände. Jetzt fällt die Entscheidung. Kann ich es mit dem Kopf machen? Warte, ich nehm's wieder weg. Falls es vielleicht doch stört. So, wenn alle fallen, gewinnt sie Domino. Oder passiert doch was Komisches. Okay. Bitte, 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 bitte. Sie gewinnt's! Ja! Stark! Oh mein Gott. Sehr stark! Ja, was war das am Anfang? Was war denn das am Anfang? Sorry, wenn ich da jetzt frage. Buschi ist auch völlig ratlos. Was war denn da los? Ich war noch ein bisschen nervös, hab gezittert und... ich hab's gesehen, du hast selbst auch gezittert, obwohl du noch keinen Sport gemacht hast, was lohnt. Aber Kevin, war das denn versehen oder wolltest du einfach mal testen? Nee, war ein Versehen. Der Test war der erste. Eieieiei, das ist doof gelaufen. Ja, schade, Kevin Kuske. Ab in die Losers Lounge. Lola spielt weiter. Ja.